Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play der Clue 1 für den PC. Im letzten Part haben wir Madame Tussaud. Wir gehen heute zum Highgate Cemetery. Ich will nochmal kurz laden, weil ich nochmal kurz eine Sache machen möchte. Ich will nochmal kurz gucken, ob ich nochmal zu Sabienne kann, bevor wir uns der ganzen Sache widmen. Aha. Sabienne hatte sich relativ gut gefangen und doch wirkte sie so zerbrechlich. Wir unternahmen lange Spaziergänge, um das Grau in ihren Gedanken durch lauter bunte Farbe zu ersetzen. Okay, kann ich nochmal rein zu ihr? Nee. Gut, dann gehen wir wieder zum Highgate Cemetery. Ich kann mir das noch gar nicht angucken. Ah ja, ich musste rein. Okay. Wir gehen erst noch mal kurz. Mit wem können wir reden? Melanie Morgan, Lucas Grahl, die kennen wir alle schon. Grab von Karl Marx, Highgate Cemetery. Hier ist Pater James, den kennen wir auch schon. Und wir beobachten erstmal wieder. Und da ist die Zeit auch schon wieder rum. Was haben wir hier? Flucht über Landstraße, Wert 1000 Pfund, ist nicht so viel. Bewachungsgrad, Auffälligkeit. Wir haben wieder eine Wache, aber einen sehr hohen maximalen Geräuschpegel. Schauen wir uns das Ganze nicht an. Moment, ich kann hier nicht rein. Ich kann mir das Ganze nicht ansehen. Das heißt, auch keine Informationen über die Wache sammeln. Also gar nicht. Das ist natürlich belastend. Alte Bäume umsäumen sanft die letzte Ruhestätte des großen Denkers. Der knirschende Schotterboden macht eine ehrfurchtsvolle Windung, als er das Grab erreicht. Einige Kränze mit kyrillischen Schriftzeichen sind ebenfalls zu sehen. Aber dass man sich das jetzt gar nicht angucken kann, verwirrt mich ein bisschen. Dabei ist es doch unser nächster Ort. Oder können wir hier noch gar nicht einbrechen? Oh je. Ist es, wenn das jetzt ein Story-Einbruch ist, den ich jetzt noch gar nicht machen kann, dann wäre das natürlich belastend. Sieht aber gut aus. Zielgebäude, ja. Fluchtauto, nehmen wir mal den Rover heute. Ach so, ich muss noch mal telefonieren. Ah, fuck, wie hieß denn der, den ich letztes Mal mitgenommen habe? Oh je. Oh je. Oh, ich kann mit Sabienne telefonieren. Gerade niemand dran. Ach du Scheiße, wen habe ich denn mitgenommen? War das Tony Allen? Nee. Oh Gott. Dan, Ben, John. John Cluedo kann ich anrufen. Thomas Smith. Richard Doyle? Nee. Kampf. Jemand, der Kampf konnte. Serge Fontana, der müsste das gewesen sein. Ja, super. Nehmen wir den wieder mit. Ja, weil wenn hier eine Wache ist, kann ich den vielleicht auch wieder gebrauchen. Die Alternative wäre natürlich, dass ich versuche, der Wache aus dem Weg zu gehen. Aber da ich nicht weiß, wie die läuft, da ich mir das jetzt nicht angucken konnte, würde ich, glaube, bevorzugen, sie erstmal zu bekämpfen. Aber wir können uns das ja mal angucken. Wir können ihn ja erstmal mitnehmen, den Serge, und dann mal schauen. Ich glaube, ich sollte den Rat auf dem Zettel befolgen und auf alle Fälle künftig den Jaguar als Fluchtwagen nehmen. Ach so. Ich muss mir noch einen Jaguar kaufen gehen. Ein sehr schnelles Auto. Oh je. Cars and Vans, Parkplatz. Hallo, ich hätte gerne den Jaguar. Den für 10.000 oder gibt es noch einen anderen? Na, dann müssen wir wohl den für 10.000 nehmen. Ne? Den hatte ich ja schon mal im Blick. Ja, damit. Jetzt kann es natürlich sein, dass... Es sind schon 2 Tage übrigens rum von den 7 Tagen. Es kann sein, dass ich jetzt wirklich gar nicht den Highgate machen darf, sondern zu der Villa muss.
Das wäre natürlich belastend. Gucken wir mal. Fluchtauto, Jaguar, Fahrer, Search, Ausarbeiten. Nee, sieht gut aus. Okay, gucken wir uns das Ganze erstmal an. Scheint kein Alarmsystem zu geben bisher. Oh. Mauertor. Womit mache ich das auf? Mit dem Dietrich. Sehr gut. Da oben war die Wache gerade. Kann ich dieses Grab hier ausheben? Brauche ich dafür nicht irgendwie eine Axt? Ja, ich bräuchte dafür doch mal irgendwie noch was, oder? Eine Schaufel? Kann ich das vielleicht eben wirklich aus diesem Grund jetzt vielleicht wirklich noch gar nicht machen? Das kann wirklich sein. Ich werde mal versuchen, dann nicht zu viel Partzeit in Anspruch zu nehmen, falls es eben wirklich so ist und ich das jetzt noch nicht machen kann. So, und mit ihm hier werde ich versuchen, der Wache mal hinterher zu laufen. Ah, oder auch nicht. Ich könnte aber versuchen, mich hier oben zu verstecken und dann mal kurz ein bisschen zu warten, nur ein paar Sekunden, weil die Wache kam ja wieder. Da. Die ist ganz schön langsam. Boah. Und jetzt wieder niederzuprügeln hier, ne? Mit Chloroform. Achso, ja, und du solltest vielleicht währenddessen einfach nochmal gehen. So. Einfach lieber nochmal hier draußen warten. Wo sind wir hier? 3 Minuten 31. Dann werde ich auch diese 33 Sekunden warten. Wenn ich noch laufen muss und hier quasi jetzt gerade Zeit verliere, aber ist egal. So, die Wache liegt da, alles super. Und das ist das Grab von Karl Marx, die Gruft. Kann ich mit dem Brecheisen tatsächlich öffnen? Ja, dann nehmen wir die Gebeine von Karl Marx. Okay, ciao. Das ist irgendwie schon ein bisschen makaber so insgesamt. 12:49, die Zeit merken wir uns mal. So, Person wechseln, wir warten. Also 9 Minuten. Dadurch, dass ich selbst noch laufen muss, sollte das hier unten dann ungefähr passen. Das ist echt ein kurzes Level. Ich hatte den Friedhof als länger und größer in Erinnerung. Aber hey, ich hatte ihn auch offenbar gar nicht mehr gut in Erinnerung. So, können wir Einbruch starten. Und mal gucken, wie viel Zeit dabei insgesamt vergeht. Beobachten wir jetzt mal ihn wieder. Er darf hier oben nicht gesehen werden. Sieht gut aus. Dann darf Matt jetzt wieder ran. Die Gebeine holen und dann ab nach Hause. Viel mehr scheint es ja echt nicht zu geben, ne? Muss ja keiner wissen. Was passiert denn da jetzt gerade? Sammelst du jetzt gerade noch die Gebeine oder dauert es eine Weile, bis du das zugeschoben hast? Aber war ja bis 12 Minuten noch was. Ja, wahrscheinlich die ganzen Knochen zusammen farmen, nahe zusammenlegen, sammeln. Wumm! So, mit dem Jaguar bin ich schnell. Das sollte uns eigentlich nichts passieren. Jetzt bin ich halt nur gespannt, wie viel Zeit vergangen ist. Weil ich muss ja noch mindestens 24 Stunden einplanen für die Villa. Und spätestens am 13. will ich eigentlich fertig sein. Also es kann sein, dass jetzt hier 29.09. Oh. Das ist belastend. Weil dann habe ich das jetzt verkackt.
Ja, da werde ich laden müssen. Trotz aller Schwierigkeiten lief das Ding noch erstaunlich glatt ab. Als ich das Zimmer betrat, hatte ich eine böse Vorahnung. Ich wusste meine Vorahnung. Bestätigt, dass ich in der Ecke meines Zimmers diesen Koffer liegen sah. Dieser Agent, der Anruf um die 15.000 Pfund müssen etwas damit zu tun haben. Nur was? Irgendjemand versucht mich hier wohl in eine schlimme Sache hineinzuziehen. Dann öffnete ich den Koffer. Mit einem lauten Knacks sprang er auf. Krax. Es war Kokain. Ich habe zeitlebens Drogen außer Alkohol und Nikotin verabscheut. Der Mensch wird zum Sklaven der Droge. Die Realität, der man zu entfliehen versucht, wird nur umso schlimmer, wenn man eben diese zurückkehrt. In diesem Augenblick vor 41 Jahren schoss mir aber nur ein Gedanke durch den Kopf. Die Mafia. Panik erfasste mich. Ich hatte öfters von Typen gehört, die sich mit der Mafia angelegt hatten und denen es ziemlich schlecht ergangen war. Außer Rick Sinclair hat es niemand geschafft, der Mafia ein Schnippchen zu schlagen. Diese Sache war wohl eine Nummer zu groß für mich. Ich beschloss, das Land abzuhauen. Okay, das ist Game Over. Weiter jetzt. Hallo, Mr. Stuyvesant. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Ich bin die Sekretärin von Inspektor Gludo. Sie müssen sofort verschwinden. Gludo hat einen Augenzeugen aufgetrieben und ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Sie müssen möglichst schnell flüchten. Viel Glück. Ich wusste, dass Sie ein guter Genosse sind, Mr. Stuyvesant. Ich freue mich, dass es Ihnen gelungen ist, mir den Sarkophag zu bringen. Und hier sind Ihre 2000 Pfund. Wiedersehen. Ich hatte mich gegen meine Gewohnheit dazu entschlossen, den Jaguar für meine Flucht zu verwenden. What? Achso, ja. Da mir der Wiedererkennungseffekt ab dem Zeitpunkt, an dem mein Haftbefehl existierte, ziemlich egal war. Ich wollte danach noch bei Sabian vorbeischauen, um mir meine kriminelle Vergangenheit zu beichten und sie bitten, mit mir nach Salisbury, einem kleinen Ort in der Nähe von Southampton, zu gehen. Ja, ich habe das doch jetzt verkackt hier. Ich kann laden. Ich muss die Villa zuerst machen, weil ich habe das Ganze nicht innerhalb von einer Woche gemacht mit der Villa. Denke ich, also wenn ich jetzt nichts falsch verstanden habe. Wir machen das. Liebe Leute, wir machen das jetzt wie folgt. Ich werde jetzt, wie gesagt, laden. So. Und dann brechen wir... hier ein. Ja, das werde ich jetzt beobachten und machen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal im Einbruchsbildschirm wieder. Ich werde das einfach jetzt... Nee, ich mache das im nächsten Part. Okay, wir machen das jetzt wie folgt. So, der Part war im Prinzip sinnlos und ich habe es verkackt. Weil ich nicht wusste, dass so viel Zeit vergeht bei einem Einbruch. Das ist aber okay. Wir machen das jetzt... ich habe mir kurz was notiert. So, dass der nächste Part die Villa sein wird. Und danach werde ich nochmal Highgate machen, aber das natürlich rauscutten. Genau. Und wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der Villa wieder, die ich jetzt beobachte. Bis dann und auf Wiedersehen.